Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer Veranstaltung des Peters Verlages hier auf der wunderbaren Bühne auf der Frankfurter Musikmesse von Deutschlandradio, NMZ und dem Deutschen Musikrat. Wir freuen uns sehr, nachdem wir lang hier hatten vor zwei Tagen, die Stars von morgen sozusagen hier auf der Bühne zu haben und vor allem ein Material zu präsentieren, was nämlich diese Stars von morgen überhaupt kreieren hilft. Easy Pattern. Eine wirklich sensationelle neue Methode. Das sagt sich natürlich so leicht für einen Geschäftsführer eines Musikverlages, aber wir finden das wirklich sensationell, was die beiden Autoren und Autorinnen Ulrike Schimpf und Alexander Kowalski zusammengestellt haben. Und ich will dazu inhaltlich gar nicht viel sagen, denn das werden Sie gleich demonstrieren und Frau Schimpf wird dazu einiges erläutern. Ich wollte nur sagen, auf Ihren Sitzen sehen Sie oder finden Sie auch Broschüren und vor allem auch einen Zettel. Da können Sie Ihr Interesse an Workshops, falls Sie selber unterrichten, eintragen. Und dann würden wir das entsprechend organisieren, dass auch an Ihrer Schule entsprechend oder an der Musikschule ein Workshop stattfindet. Das so viel zur Einführung. Aber jetzt viel Spaß mit Easy Pattern. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Eckel. Hallo und wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Schön, dass Sie hier sind und sich eingefunden haben für Easy Pattern. Mein Name ist Ulrike Schimpf. Und ich habe gemeinsam mit meinem Kollegen Alexander Kowalski über Jahre hinweg dieses System Easy Pattern entwickelt, diese Methode. Wir haben einige Musiker und Musikerinnen mitgebracht, um das Erläuterte auch musikalisch zu demonstrieren. Aber erstmal erkläre ich ein paar Worte dazu, was ist überhaupt Easy Pattern? Bei Easy Pattern geht es um das Musizieren mit musikalischen Bausteinen. Genannt Pattern, an für sich nichts Neues. Bei uns sind das meist 1 bis 8-taktige Phrasen, ein- oder mehrstimmig eingerichtet. Das Besondere, die Patterns sind so arrangiert, dass sie auf jede Art und Weise miteinander kombinierbar sind. Und das Gute daran, sie klingen immer gut, egal welche Kombination oder welche Auswahl getroffen wird. Easy Pattern ist somit für jedes kleinere oder auch jedes größere Ensemble bis hin zu Orchestergrößen anwendbar. Die Besetzung kann unterschiedlich groß sein, wie gesagt, wegen der vielen Kombinationsmöglichkeiten. Die Instrumentierung kann unterschiedlich sein, denn es gibt Parts, also Hefte, für jede Transposition, für alle üblichen Instrumente. Das Spielniveau innerhalb der Gruppen kann unterschiedlich sein, denn es gibt in jedem Stück immer mindestens ein ganz einfaches Pattern, das sofort jeder Anfänger auch mitspielen kann. Unser Anliegen war es, von Anfang an gemeinsam Musik zu machen, unabhängig von der Art der Gruppierung, die sich zusammenfindet. Also nicht erst lange alleine die eigene Stimme üben müssen, um irgendwann einmal miteinander spielen zu können, sondern von Anfang an dabei sein, quasi beim Musizieren, beim Spielen, üben, trainieren, sicher werden. So kann sich jeder im eigenen Tempo weiterentwickeln. Niemand muss sich über- oder unterfordert fühlen. Jetzt zeige ich Ihnen erstmal, wie so eine Notenseite aussieht. So. Das ist erstmal ein ungewohnter Anblick, weil es das in dieser Form noch nicht gegeben hat. Aber nicht erschrecken, es sieht vielleicht komplizierter aus, als es ist. In der Praxis ist es easy, wie der Name schon sagt, Easy Pattern. Eine grobe Erläuterung auf der linken Seite, also das ist im Buch eine Doppelseite. Auf der linken Seite sehen Sie Begleitpattern, auf der rechten Seite sogenannte Lead-Pattern, also wir haben englische Wörter genommen, weil es soll auch auf den englischen Markt. Und die meisten können ja hoffentlich Englisch. Die, die es noch nicht können, können hier ein bisschen Englisch lernen. Also Begleitpattern links, rechts Leadpattern. Das bedeutet Themen oder Melodien. So, und das Ganze ist eben so vorarrangiert, dass egal, welche Pattern man miteinander kombiniert, es klingt immer gut. Wir wollen das jetzt mal demonstrieren. Wir beginnen mit einem ganz einfachen Beispiel. Fill up 1, links oben, das sind so kleine Nummern. Das ist das erste Fill up, Stimmnummern davor, also man kann es einstimmig oder mehrstimmig spielen. Wir schauen jetzt mal, was dabei rauskommt. Fill up 1.
Blech fängt an und die hohen Instrumente kommen dazu. Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier. Dab, 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 dab. Ja, wunderbar. Ganz einfaches Beispiel, kann fast jeder gleich mitspielen, ja? Wenn er kurze Töne oder einen Ton davon spielen kann. Das ist jetzt eins von den etwas komplizierteren Stücken in dem ersten Band. Jetzt kombinieren wir mal zwei Pattern, also das Begleitpattern von eben und eins von den Lead-Themen, Lead D, ja? Blech, Lead, ihr macht Fill ab 1, ja? Fill ab 1 und ihr Lead D. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Bap, 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 bap. Eine einfache Kombination, kein Problem. Also es ist noch kein ausgereiftes Stück, so zwar, aber man kann damit schon musizieren. Und wenn es ein paar Musiker dabei gibt, wie Sie zum Beispiel, die noch nichts zu tun haben oder gerade ihr Instrument vergessen haben, das kennen Sie vielleicht, wenn Sie mit Schülern arbeiten, dann können die den Bodybeat machen. Das sehen Sie da oben links neben dem Titel, Get the Party Started. Links daneben in so einem kleinen Kästchen. Das ist ein kleines Rhythmus-Pattern. Das kann man auf dem Körper spielen. Man kann es natürlich auch auf dem Schlagzeug, auf einer Cajon, auf Percussion-Instrumente übertragen, auf alle möglichen Instrumente. Wir versuchen das jetzt erstmal als sogenannter Bodybeat, also Körpereinsatz. Der geht ganz einfach. Also, ich mach's mal vor. Eins, zwei, drei, vier, eins. Stampf, stampf, klatsch. Stampf, stampf, klatsch. Stampf, stampf. Wo sind die Schlagzeuger? Bitte mithelfen. Und eins, zwei und drei und vier und eins, zwei und drei und vier und eins, zwei. Genau, wer durcheinander kommt, einfach die beiden Brusttaschen absuchen, falls sie was suchen. Links, rechts. Hosentaschen, links, rechts. Stampfen links, rechts. Stampf. So, und ihr spielt mal dazu. Es wäre gut, wenn Sie das ein bisschen mitmachen. So, wir machen das Gleiche wie gerade. Und ein Trompetensolo dazu, ja? Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier. Dankeschön.
Am Schluss haben wir einen kleinen Break zum Abschluss hingesetzt. Den sehen Sie auf den Noten unten rechts. In diesem Fall, bei diesem Stück, ist ja ganz einfach. 1, 2, 3 Pause. 4, bap, spielen. Ja. Also das haben wir so für jedes Stückchen, für jedes Musikstück, Breaks auch vorgeplant, die man benutzen kann, die man aber auch weglassen kann. Es gibt auch vorgeschlagene Soloskalen, dass die, die Lust haben zu improvisieren oder das auch lernen möchten, wissen, welches Tonmaterial sie für die Improvisation benutzen können. So, wir setzen mal mehrere Pattern übereinander, damit Sie mal hören, dass es auch vielschichtiger klingen kann. Fill 1, Gitarre, ja. Fill 2, Tuba, Posaune, erste, zweite Stimme. Fill 4, Flöten, ja. Und Lied B, Trompeten. Also, wir hören gleich Fill ab 1 von der Gitarre, von den Flöten Fill ab 4, Lied B von den Trompeten. Und Fill 2 gibt ein bisschen Harmonie noch mit rein. Hören Sie gleich, hoffentlich. Seid ihr bereit? Ja. Dann spielen. 1, 2, 3, 4. Jetzt machen wir weiter mit Zufallsgenerator. Das ist wie eine Art Gesellschaftsspiel. Da kann sich jeder Musiker und jede Musikerin aussuchen, welches Pattern spiele ich. Auf diese Art und Weise lernt man das Stück sehr gut kennen. Man lernt jedes einzelne Pattern kennen. Und jeder kann sich das Passende für das eigene Niveau aussuchen. Ja? Wem das zu langweilig ist, dauernd dip, 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 dip zu spielen, der spielt halt was anderes. Oder kann auch solieren, ja. Also, Zufallsgenerator. Erstmal nur ihr zwei und dann kommt nach und nach jemand anderes dazu. Und ihr könnt selbstständig wechseln. Das heißt, es entstehen zufällig unterschiedliche Kombinationen und es ist eigentlich eine Art Kollektivimprovisation mit vorgefertigten Bausteinen. Ja, 1, 2. 1, 2, 3, 4. Vielleicht ihr? Ich setze einfach ein mit irgendwas. Thank you.
Gut. Haben wieder nicht alle aufgepasst oder ich habe schlecht dirigiert. Ja, das war zufällig. Jetzt probieren wir noch mal was aus, und zwar das Improvisieren. Wir machen mal eine Runde. Joachim Kunze an der Trompete übrigens. Solo. Katharina Fendel an der Querflöte. Nach dem Joachim das Solo. Und ich mache das dritte. Und ihr begleitet uns. Du machst, was du willst. Du machst Bass. Du machst am besten den Rhythmus mit ihm mit. Ne? Okay. 3x8 Takte Solo. Fängst du an direkt? 1, 2, 3, 4. Bap, 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 badam. Bisschen Tempo. Dab, 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 dab. Einen Durchlauf. Das ist jetzt noch eine Möglichkeit, diese Formleiste, die Sie ganz unten auf dem Notenblatt sehen, ja, da steht Intro, Teil A, dreimal, dann zweimal Teil B und so weiter. Das kann man auch benutzen, wenn man einen festen Ablauf spielen möchte. Dann kann man einfach diese vorgegebene Formleiste benutzen und jeder Spieler, wenn das Arrangement erarbeitet ist, trägt sich in die Kästchen das ein, was er spielt. Ja? Zum Beispiel bei A-Teil spiele ich Philipp 1, bei B-Teil spiele ich Lied, das Thema oder wie auch immer. Das hat man dann gemeinsam erarbeitet oder der Leiter hat das vorbereitet, wie in diesem Fall. Die haben sich übrigens noch nicht vorher gesehen, hier die Musiker. Das ist das erste Mal, dass sie sich jetzt hier treffen. Ja? Die haben nur von mir die Sachen vorher geschickt bekommen. Also es funktioniert ganz gut spontan. Ne? Schönes Beispiel, wie man mit den Noten schnell zum Zusammenspielen kommen kann. Gut. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Und.
immer beim Solo. Der Schlusston war besonders schön und er hat super gut gestimmt. So, kurz noch, es gibt auch eine Handzeichenliste, damit ich das auch noch kurz erwähne. Also wer Lust hat, sich da ein bisschen reinzuarbeiten, der kann, wenn es ihm Spaß macht, auch mit Handzeichen arbeiten, muss aber nicht sein. Und ein ganz besonderes Bonbon an dem ganzen Werk ist die CD, musikalisch hörenswert, aber auch ein super Hilfsmittel zum Mitspielen und Üben. Als Halbplayback für Konzerte gut geeignet. Es gibt Demos und Playalongs in verschiedenen Tempi, also zum Üben und richtig mit Speed, so Originaltempo. Einzelne Patterns zum einzeln anhören und üben und mitspielen. Das alles sowohl im Audio- als auch MP3-Format. Und somit problemlos auf Handys, Smartphones, MP3-Player zu übertragen. Was sehr von Vorteil sein kann, vor allen Dingen, wenn man viel mit Jugendlichen und jungen Menschen arbeitet, die gerne solche Geräte mit sich führen. Ja, das war's. Ich bedanke mich bei meinen Musikern. Joachim Kunze, Juna Wallbraun, Araik Rubinian, Alexander Kowalski, Katharina Fendel, Ida Seidner, Jemima Görg und Michael Zilcher. Ich bedanke mich beim Peters Verlag und bei allen, vor allen Dingen, die dazu beigetragen haben, dieses Projekt, dieses System zu entwickeln. Das waren wir nicht nur zu zweit, das waren Schüler, Freunde, Bekannte, Kollegen, die mit ihren Ideen das immer wieder bereichert haben und Feedback gegeben haben und kritisiert haben und Ideen gegeben haben etc. pp. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihr Interesse an Easy Pattern. Danke.